Einen wunderschönen guten Abend, Leute. Es geht los. Wir sind in unserem nächsten Projekt angekommen, und zwar im Projekt Winterfishing. Ich befinde mich hier an einer privaten Anlage, fische mit einem sehr guten Kollegen hier zusammen bei bitterkalten Temperaturen, wie man hier wahrscheinlich im Licht auch gerade sieht. Wir haben es minus 3 Grad, Leute. Ja, und der Dustin hat sich allerdings schon hingelegt. Der hat eine sehr anstrengende Arbeitswoche hinter sich. Und dann werden wir morgen früh, nachdem es dann hell geworden ist, uns vor der Kamera wiedersehen und mal so ein bisschen darüber berichten, wie wir hier vorgehen, wie wir in den letzten 2 Tagen angefüttert haben. Ja, und vor allen Dingen, ob eventuell sogar einer gebissen hat heute Nacht. Die Ruten sind alle 3 scharf. Die habe ich vorhin gelegt, Ast rein, richtig schön vor Totholz. Natürlich auch alles so, dass man die Fische unheimlich schnell erreichen kann, beziehungsweise auch sauber landet. Und wir wollen mal hoffen, drückt uns die Daumen, dass das heute in der ersten Nacht schon klappt. Ja, moin Leute, gerade aus dem Zelt gekommen, jetzt hier gerade mal ein bisschen am Beobachten. Leider kam kein Fisch die Nacht, allerdings ist da richtig Aktion auf dem Futterplatz und ja, da steigen tatsächlich die ganze Zeit Weißfische. Also deswegen, ich werde die Ruten auch auf jeden Fall liegen lassen. Ich will hier so wenig wie möglich Bewegung machen auf dem Wasser und wollen mal gucken, was passiert. Ja, moin erstmal zusammen. Da ich das gestern Abend nicht mehr geschafft habe, melde ich mich jetzt zu Wort. Tim hat ja gestern die Routen gefahren. Ich hatte gestern noch eine, die Joker-Route, abgelegt in einem anderen Teich. Worauf auch heute Nacht noch ein paar Piepser kamen und nicht abgelaufen ist. Ja, heute Morgen ja die anderen beiden Routen gefahren, in den See, wo wir uns gerade befinden. Die Fischaktivität ist ja Wahnsinn hier, vor allem gerade bei Tim auf dem Platz, ne? Ja, es ist unnormal. Also der rechte Spot da direkt vor herüberhängenden Ästen. Ja, mein Gefühl sagt mir auch, die könnte sogar gleich ablaufen. Boah. Also das ist schon, so muss das auch sein, gerade im Winter. 2 Pieper hattest du, glaube ich, auch schon gerade, ne? Jo. Also ich bin guter Dinge, dass was kommt, auf jeden Fall. Vor allem ist gerade tagsüber. Und vor allen Dingen, wir können es leider nicht mit ins Bild holen. Wie gesagt, die eine Stelle da, da ist wirklich richtig Weißfischaktion. Da liegt in dem Fall jetzt auch ein Rafter. Einfach mal, um wirklich auch vorsichtige Fische davon zu überzeugen, eventuell den Köder mal aufzunehmen. Und ich denke, da wird noch was kommen. Wir drücken die Daumen. Das muss. Drückt die Daumen mit. Ihr könnt ja selber gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch im Moment so läuft, bei den Bedingungen, die wir im Moment jetzt haben. Das sind keine optimalen. Aber man hat die Möglichkeit, auch trotzdem noch Fische zu fangen. Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, wenn ich mal überlege, vor 2 Jahren meine Session hier getrieben habe. 6 Fische bei minus 2 Grad. Das ist alles drin, ne? Könnt ihr auch gerne mal beim Dustin gucken auf dem Profil. Also da sticht euch direkt ein Beauty, beziehungsweise ich glaube, es waren mehrere ins Auge. Und ihr seht auch, dass das im Winter gewesen ist. Also das ist hier möglich.
Man muss sich halt mal ein bisschen zusammenreißen und auch mal ein bisschen Arbeit vorher gewährleisten. Und dann kann aus der ganzen Nummer ganz schnell mal eine erfolgreiche Fisch-Session werden. Ja, das stimmt. Vor allem, weil gerade hier der Fischbestand unbekannt ist. Also, ich habe den See studiert. Der See funktioniert halt mit wenig Futter. Nur ein bisschen PVA, gecrushte Bodies rein, ein bisschen Liquid und dann drauf. Ne? Und dann vielleicht 5 Murmeln drüber geschmissen übers Rig und die gute läuft. Genau, ja. Besser ist wahrscheinlich auch weniger ist dann teilweise mehr. Ne? Ja, genau. An diesen Gewässern hier, man sollte es nicht übertreiben, sonst habt ihr dahinter noch das Problem, dass die Fische Futter aufnehmen, euer Rig liegt da und im Endeffekt sind sie schon voll bis oben hin und bewegen sich kein Millimeter. Nee, aber wollen wir mal gucken. Ich glaube, wir sind guter Dinge und da ich kommt noch was. Leute, drückt die Daumen, haut mal in die Kommentare, wie es bei euch so läuft, wie gesagt. Und dann sehen wir uns gleich beim Lachsessen. Winter ist es, bin ich ganz, ganz fest von überzeugt, auch so, dass die Fische auch diese 2 Tage fast brauchen, um überhaupt sich erstmal auf dem Futter so ein bisschen einzufinden. Ja. Du weißt auch nicht, in welchem Areal sie sich halt bewegen hier, ne? Oder genau. Wie sie sich überhaupt bewegen. Sie bewegen sich langsam, ja. Sie sind wechselwarm, sie stehen teilweise echt nur in irgendwelchen Ecken oder Buchten rum. Ob das jetzt teilweise unterm Eis ist, hier haben wir wie gesagt kein Eis, aber auch unter den Ästen. Ja. Und da musst du wirklich dir schon was einfallen lassen, um ja irgendwie Aktion auf dem Futterplatz zu kriegen auf dem. Aber es gehört dann, es ist ganz viel Glück dabei halt, die Winterangelei, ne? Weil die sich halt nicht mehr so viel bewegen, die Fische. Muss man natürlich auch dazu sagen. Also da ist die Freude einfach noch hinterher umso größer, weil man weiß, ja, man hat sich halt was erarbeitet, ne? Das ist. Ja. Du kriegst halt einen auf den Deckel, ne? Genau. Ist halt so, es ist halt die Winterangelei, ne? Es ist irgendwo wieder ein Antrieb, irgendwo ja. dieser gewisse Antrieb, umso mehr Wochen oder vielleicht sogar auch Monate du dann auf einmal keinen Fisch mehr fängst, umso größer wird diese Lust, immer weiter und immer mehr dann doch wieder zu machen auch. Ne? Die ja. Motivation einfach auch nicht zu verlieren. Ne? Ja, aber wer nicht rausgeht und nicht losgeht, kann nichts fangen. Ne? Ja. Na? Heute Nacht ein paar Piepser gehabt am Nixsee? Nix, sonst nix. Nur kalt gewesen, oder was? Ja, es geht. Es ging. Es ging. So, Leute, ich habe so ein bisschen im Kopf bekommen. Wir sitzen jetzt seit gestern Abend hier, haben natürlich gestern Abend auch die Routen gefahren, haben uns relativ viel Mühe gegeben, haben Grundfutter angemischt und. Und bis heute Morgen ist leider nichts passiert. Von daher habe ich gerade gesagt, passt auf Jungs, ich gehe jetzt nochmal zu meinem Spot zurück, hole alle Routen rein. Fange an, mir neue Montagen zu binden, alles zu 100% zu machen. Also ich möchte jetzt wirklich 100% geben, weil ich das so gerade mit mir selber nicht vereinbaren kann und das nicht so auf mir sitzen lasse. Deswegen fange ich jetzt an, mir hier mein neues Rig zu bauen. Dann werde ich gleich einen richtig geilen Grundfuttermix herrichten. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob das eventuell bis morgen den erwünschten Karpfen bringt. Wir haben jetzt den ganzen Tag am Wasser gesessen, haben aus Wasser geguckt, haben ordentlich gegessen. Karpfen sind im Moment sehr zurückgezogen. Ich schätze auch, dass die irgendwo unter dem Totholz da hinten stehen. Deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Ich erkläre euch das jetzt mal, zeige euch das jetzt mal, wie ich hier meinen Rig baue. Was ich jetzt gleich für meinen Wefter auf meinem Futterplatz benutzen möchte. Als allererstes kennt ihr das alles aus dem FF, das ganze Spiel mit den Rigs. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich zeige euch das jetzt aber trotzdem mal, wie ich das mache. Ich habe hier eine Skala auf meinem Cases. Da messen wir immer 20 cm ab auf der Skala. Und dann packe ich immer noch mal 15 dabei und ziehe mir auf 15 cm die Beschichtung ab, so dass ich meine Schlaufe binden kann und dass ich dieses komplette Stück hier
nicht mehr ummantelt habe. Ich mache mir mal ein Stück Schlauch ab, ziehe mir das mit dem Ummantelten hier durch, das Stück Schlauch. Zack, so dass ich das auf dem ummantelten Stück hier habe. Dann nehme ich meinen Haken mit der Spitze zuerst. Dann steche ich mit der Spitze vom Haken in den Schlauch rein, so dass das Haar auch so wieder rausguckt, wie es rausgucken soll, dass wir den Bolli gleich mit der Ködernadel montieren können. Ziehe mir das Stück Schlauch bis in den Schenkel rein und passe, indem ich das jetzt hier ziehe, das Haar an meinen Hakenschenkel an. Kann man variabel hin und her bewegen, wie man das jetzt gerade auf die gewünschte Länge haben möchte. Ich mache es jetzt im Winter immer so. Ich ziehe mir das Haar immer fast bis zum Hakenschenkel unten ran, dass der Boilie oder der Wefter mir auch bis unten vor den Hakenschenkel liegt, sodass der Fisch, wenn er den Köder aufnimmt, auch direkt hängt. Dann nehme ich das beschichtete Material, steche das hier oben von oben in die Öse rein und dann fange ich an, mein No-Knot zu binden. Ich mache immer gerne nochmal eine Elfte Umwicklung, um halt genau an der Hakenspitze anzukommen, damit das fluchtet. Steche dann wieder von oben rein und habe mein No-Knot fertig mit dem Schlauchstück da auf meinem Haken und vor allen Dingen habe jetzt das unterste Stück nicht mehr ummantelt. So habe ich die Gewährleistung, dass sich der Boilie in alle Richtungen bewegen kann und der Fisch bei der Köderaufnahme auch direkt in jeden Winkel gehakt werden kann. Als nächstes nehme ich dann einen Kicker. Die gibt es natürlich auch von den unterschiedlichsten Firmen. Ziehe mir den hier drüber. Zack. So, dass ich den Hakeffekt noch ein bisschen verstärke, der Winkel noch ein bisschen krasser ist. Dann lege ich mir das Ganze wieder auf meine Skala. Ich fische im Winter gerne mit kurzen Rigs, das heißt, ich setze meinen Fingernagel jetzt hier auf 13 cm und mantel mir das auf 13 cm hier ab. Ziehe mir die Beschichtung hier ab. Und nehme mir als nächstes ein Anti-Tangle Rig Sleeve. Packe den mit dem dünnsten Ende hier drauf. Als nächstes lege ich mir das Ganze nochmal hier auf die Skala drauf. Mache mir jetzt hier eine Schlaufe. Ziehe mir die Schlaufe hier rein. Ziehe die zusammen und ziehe die einmal auf Spannung, dass ich auch sicher sein kann, dass diese Schlaufe hält. Ich mache es immer so, dass ich das unterste Ende hier in die Schere hänge. Ziehe das einmal und schon ist der Knoten perfekt. Jetzt schneide ich das letzte Ende hier noch ab. Zu guter Letzt nehme ich mir im Winter auch gerne immer noch mal so kleine Bleie, wo man auch Quetschbleie nehmen kann. Das ist in dem Fall egal. Ziehe mir da einen Gummi rein, damit sich das auf dem Rig nicht mehr bewegen kann. Schneid das hier am obersten Ende vom Blei ab. Das Blei liegt kurz vor der Beschichtung an. Somit habe ich die Gewährleistung, dass wenn der Fisch das Rig aufnimmt, hier durch das kleine Blei nochmal einen kleinen zusätzlichen Hakeffekt hat und er zu 100% hängt hoffentlich. Das ist jetzt ein Wefter, den ziehe ich jetzt hier drauf. Riecht richtig schön fruchtig. Ziehe den bis Anschlag hier drauf. Zu guter Letzt kommt natürlich noch ein Stopper mit drauf, der das Ganze verlängert, um ein bisschen mehr Abstand zu gewährleisten. Den ziehe ich mir jetzt hier rein, drücke den so ein bisschen nach. Zack, dann kann ich mir den Schlauch hier oben noch anpassen und somit liegt der Wefter auch ziemlich nah an meiner Hakenspitze. Viele mögen es nicht, den bis oben in den Winkel zu ziehen bzw. in den Bogen zu ziehen. Kann man noch mal wieder ein bisschen zurückschieben, aber das war schon das ganze Hexenwerk zu dem Thema Rigpräsentation. We'll be right back.
So Leute, die letzte Route gerade gelegt, die stelle ich jetzt gerade nochmal ein. Natürlich habe ich quasi an den 3 RMX auch die Funktion, dass wenn ich hier die Bremse etwas strammer stellen möchte, mir den Hebel einfach auf die Mittelstellung mache, sodass die Funkbox nicht mitpiept, deswegen piept es jetzt gerade da oben nicht. Und ich habe jetzt alle 3 Routen, Leute, ich habe es hier heute Nachmittag richtig im Kopf bekommen, aufs Feinste genau nochmal gelegen. Jetzt hoffen wir, dass in der letzten Nacht nochmal was geht. Und dann sehen wir uns gleich nochmal vor der Kamera mit Dustin zusammen. Drückt uns die Daumen. So Leute, ihr wisst gerade gar nicht, was passiert ist. Wir wollten uns gerade hinlegen zum Schlafen. Pfiff die Route ab. Ich war gerade im Zelt, wusste gar nicht, wo vorne und hinten war, wollte den Stuhl noch wegpacken, da lag noch die Sounderbox drauf. Bin hier runtergerannt. Gut, mein Kescher lag nach hinten an der Joker-Route, Tim musste noch losrennen. Gerade auch vorher gesessen, zusammen noch gefachsimpelt, genau, was hier für Fische gefallen sind und ich dann auch noch das Ding in hier ab, ey. Wir haben noch, ich habe dir noch Fotos gezeigt. Ja. Wir haben eine alte Bekanntschaft. Habe ich gefangen, den Fisch, den habe ich das letzte Mal vor 2 Jahren gefangen. Das ist die kleine Scarlet, also ich habe den Fisch damals Scarlet genannt. Sauber, und Digga, richtig geil, ey. Gut Wahnsinn, gemacht. Alter. Check. Ich bin immer noch. Und zieht euch mal einfach mal dieses Schuppenbild rein. Eine richtige Perle, Leute. Der Bann ist gebrochen, Leute. Der Bann ist gebrochen. Yes. Leute, ich bin sprachlos. Also wir haben wirklich gerade, wir hatten so einen richtigen Druck auf den Schultern. Vor allen Dingen, ich sag mal, der Dustin hat mich mit hier hingenommen, hat mir hier auch sowas ermöglicht. Es ist noch nicht alle Tage Abend, wir haben noch einige Stunden Zeit. Jetzt fängt er hier so eine Perle und ich freue mich natürlich mega für den mit, weil er hat mich eingeladen und es ist ein Winterfisch, Leute. Es hat geklappt. Es ist ein Winterfisch. Es hat geklappt und jetzt zeigen wir euch diese Perle hier mal. Ich setze mich mal daneben. Das ist Scarlet. Da ist sie. Geil, Junge. So viele hart erkämpfte Stunden haben wir hier Arbeit geleistet und jetzt läuft bei dir so ein geiles Teil hier ab. Es lief. Nice, und dass das gleich direkt so ein Einstand wird, ne? Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Und jetzt zieht euch mal diese Schuppen rein. Mega. Ja, wir haben, wie viel Grad haben wir denn überhaupt Oberfläche? 3 Grad oder was? 3 Grad. Kurz vorm Einfrieren der Tümpel, ja, hier. Und da kommt hier sowas, ey. Ja, das läuft. Kleine Perle. Ich würde sagen, jetzt stoßen wir erstmal an. Trinken uns einen auf diesen geilen Karpfen. Das machen wir. Und hoffen, dass noch einer kommt. Es geht noch einer. Ja, sicher.
Leute, es hat geklappt. Was hier gerade passiert, ist das Unfassbare. Das denn? Fang du mal an. Ja, Leute, was soll ich sagen? Gebissen hat der kleine Schöne auf dem Snowman mit einem Easy Fish und einem Pina Apple der Firma Bait Perfections. Die alte Dame von heute Nacht, die hatte ich auf dem White Banana 12 mm der Firma Bait Perfections. Ja, ich bin immer noch over the moon. Ey, das ist Winterangeln. Das ist richtig krasses Angeln ist das bei den Temperaturen. Mir fallen die Finger ab, mir ist arschkalt. Ey, ich bin mega happy. So muss das sein, ne? Ja, dann kam das Unglaubliche, womit ich auch überhaupt nicht gerechnet habe. Da kam bei mir auch noch ein Fisch. Und dann kam ich heute Morgen aus dem Zelt raus, wo ich sogar aufgeweckt wurde vom Dennis. Und Dennis dann nur rief, ey Digga, es ist alles weiß, Junge. Ich bin richtig glücklich. Danke, dass du mich eingeladen hast, Digga. Das war richtig gut. Richtig nervös hier gerade. Ja, so, jetzt zeigen wir euch die kleinen Schönheiten mal. Das hier hat eine richtige Perle abgeschossen mal wieder. Ich habe hier auch so einen ganz kleinen Torpedoschuppi. Den konnte ich auf einen Wefter fangen. Richtig geil, mit Grundfutter dabei, kleinen Stickmix dabei, bisschen Liquid am PVA und dann lief das Ding hier ab, ey. Im Winter zählt einfach jeder Fisch, Leute. Und in so einer Kulisse hier, auch ich bin over the moon, Leute. Jetzt kommen wir hier bei. Leute. Ja, wir verabschieden uns jetzt hier auch an dieser Stelle. Ich denke, das Video wird euch definitiv gefallen haben. Ja, das sind geil. Top.